So, Brate. Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 von Master Duels. Ich habe jetzt ein Hodgepodge an Karten zusammengestellt. Und zwar schaut es folgendermaßen aus. Ich habe ein Casual Duel bis jetzt gemacht und ein Rank Duel, einfach nur um zu testen, wie es funktioniert. Was vor? Wie heißt denn diese debitte Karte? Vorsehung, so heißt die. Die wollte ich reintun, weil die ist mir beim Rewatchen meiner Footage aufgefallen. Und was ich raustun werde, ist einen Shard, gebe ich raus. Ja, das ist der komische Shit, den ich... ich habe meine erste Casual-Partie verloren, meine erste Ranked-Partie sogar gewonnen, aber das war ein unglaublich zahres Ding. Weil ich halt wirklich ewig und drei Tag gebraucht habe, um ihn fertig zu machen, weil ich keine gescheiten Monster habe. Der ist ziemlich OP, by the way, aber dazu kommen wir noch. 18 Züge hat es gebraucht. Und jetzt verstehe ich auch, also man kriegt, also es gibt keine KI-Gegner, dafür kriegt man halt bei den Ladder-Kämpfen random Card-Drops. Ich habe zum Beispiel Frog Jam, habe ich bekommen und solche Sachen. Und ich bin drauf gekommen, dass ich eine wilde Holo-Karte habe. Die schaut ein bisschen fake, schaut aus wie diese ganzen Fake-Holos, was die eben kennt, egal. Weird Light Swarm plus Warrior LOL ist der Titel. Let's do the card by card. Also zuerst haben wir Aroma Krug. Die ist einfach gut zum Stallen und extrem nervig. Ryko habe ich jetzt einen rein da und ich teste den aus. Ich weiß, dass Ryko nicht so gut ist. Der ist einfach nur für Synchro Capabilities. Card KD ist einfach nur drin, um quasi ja, ein bisschen Advantage zu generieren. Den Dude kenne ich noch, den Typen kenne ich noch von Duel Links tatsächlich, da war ganz witzig am Anfang. Das ist ein Kandidat zum Rauscutten, wenn ich bessere Karten habe, aber ja. Derweil ist er noch drin. Synchro Capabilities und Special Summoning Capabilities, die hat mir das eine Spiel gewonnen eigentlich, weil die wirklich extrem nervig ist. Ash Blossom natürlich. Wir kriegen noch ein Ash Blossom eigentlich. Master Packet, Jesus Christ. Lumina, ja, whatever. Ehren natürlich recht gut. Da war ich auf 2, da bin ich auf 1 zurück. Die ist auch nicht schlecht, 1700, die geht auch. Der ist ziemlich geil, wenn der irgendwie abgeworfen wird, kann ich ihn mit auf der Gejagten zurückholen und habe einen fetten 2750 aufgeführt. Der ist ja, für Card Recursion und so aufschlagen, das ist alles selbst erklärend. Solar Wiederaufladung, geile Draw Power, das ist auch Draw Power. Das ist so eine schlechte Wiedergeburt irgendwo. Lightning Storm Situational. Ich finde fast, dass die Karte ein bisschen überbewertet ist. Weil man halt keine Karten kontrollieren darf, aber für Comebacks, fürs Crackback natürlich gut. Die Scherbe der Gier werde ich rausnehmen, wenn ich bessere Karten habe. Das ist auch whatever. 3 MST, naja. Staubtornado ist auch ein Wackelkandidat. Ballistentrupp, ganz nett eigentlich. Urteil bleibt drin auf jeden Fall. Die habe ich jetzt neu dazugeben, die will ich austesten. Und 2 Ruf der Jagden. Das ist es im Prinzip. Und bevor ich jetzt irgendwas mache, wollte ich noch schauen. Shop. Weil, also erstens, wo war denn das Spezial? Na, wo war denn der Shit? Bonuspack, genau. Da habe ich was freigeschalten für meinen ersten Competitive Win. Das machen wir auf. Ich weiß nicht, was das jetzt... Ob das irgendwie Tournament Packs sind oder was das genau ist, aber wir werden es herausfinden.
Es scheint eine Art Tournament Pack zu sein. Irgendwie eine weirde Karte. Was ist das? Ja, das ist schlecht, okay. Das ist schlecht. Wenn der Battle Pass so funktioniert, wie ich das glaube, dann ist er für 600 Gem eigentlich ein No-Brainer. Deswegen hole ich mir den jetzt einfach mal. Ich hoffe, der ist jetzt auch aktiv. So. Alle erhalten. Also ich kriege jetzt allein schon 50 Edelsteine zurück. Und wenn ich da jetzt die Leiter grind, dann ist es eigentlich ein No-Brainer, ja. 800 Punkte habe ich noch. Ist die Frage, was kaufe ich mir für meine 800 Punkte? Ich wäre ja stark dafür, dass ich mir Lightsworn Packets kaufe, damit ich einmal einen guten Start habe, was Lightsworn betrifft. Das heißt, ich werde mir mal da auf jeden Fall ein paar Packs holen. Ich brauche den Raiden. Der Raiden wäre richtig geil. Ja, schaut nicht aus, als hätte ich da einen Raiden. Also jeder, der Lightsworn kennt, weiß eigentlich, nach welchen Karten ich auf welche Karten ich aus bin. Raiden, Solarwiederaufladung. Ich glaube, dass Solarwiederaufladung Ultra Rare ist. Reich des Lichts, ja. Kann man spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so gut ist tatsächlich. Ob das überhaupt in meinem Hodgepodge Deck, was ich das Spiel gut genug ist. Schauen wir mal. Wolf? Okay, Wolf ist geil. Also den Wolf werde ich auf jeden Fall reintun. Kaufen. Der Wolf natürlich für jede Lightsworn-Strategie wichtig und richtig ist. Okay, das ist die ist experimentell. Aber die könnte funktionieren. Zwielichtausradierer. Die Karte könnte tatsächlich funktionieren. Was ist Dotscaper? Ich weiß zwar jetzt nicht, wie gut die Karte wirklich ist, aber Wolf ist natürlich immer gut. Also ich habe schon mal ein paar interessante Optionen, mein Deck zu verbessern. Und dann könnte ich vielleicht den Warrior-Teil tatsächlich entkernen. Okay, die Searched Utes Drache raus. Ist jetzt nicht so natürlich gut, weil ich ja keinen einzigen Utes Drachen habe. Utes Drache ist natürlich das klassische Bossmonster von Licht verpflichtet. Und deswegen wäre es natürlich geil, einen zu bekommen. Die Karte ist sogar gut, lol. Okay, letzten 100 Gems, let's go. Urteilsdrache, come on. Schaut nicht so aus, als wäre ein Urteilsdrache drin.
Naja, okay. Gut. Also ich kann da schon mal einige Dinge hier ändern. Deck bearbeiten. Ich kann die Celestia austauschen zur Shiny Celestia, ganz wichtig. Illusion. Also den Wolf wollte ich reintun, genau. Dann gehen wir mal. Zwei Wolf rein. Rausschmeißen werde ich den Shard. Und. Ja, einmal die Karte auf jeden Fall. Und dann werde ich, glaube ich, noch eine dritte von ihr hinzufügen. Das mal ein bisschen entkernen. Schauen wir mal, was man da. Also ich wollte mal diese Illusionskarte rein tun. Illusion. Da werde ich einmal eine probieren. Und dann werde ich schauen. Das ist natürlich wieder die Frage, was gehen wir raus, gell? Ja, komm, gehen wir den Staubtornado raus, der ist irgendwie unnötig. Und was gehen wir noch raus? Schon sehr, sehr viele Monster eigentlich, gell? Ah, vielleicht probiere ich es mal mit einem Wolf. Schauen wir mal, wie sehr ich brick. Also ich will eigentlich den Warrior-Fokus drinnen lassen. Und dann wollte ich noch schauen, pass auf, was ich für Extra-Deck-Optionen habe. Hier mal Synchro und Xyz. Die Karte ist leider sehr, sehr schlecht. Ja, ich habe halt wirklich wenig Extra-Deck-Optionen, ja. Das ist halt auch so ein bisschen so ein Knackpunkt. Aber probieren wir es aus, schauen wir mal. Also das Play ist halt irgendwie in Minerva zu gehen. Also das, ich nehme einen. Nehme den Panda raus und nehme tatsächlich noch einen Ehren dazu. Gott, jetzt muss ich wieder den Filter zurücksetzen. Ich nehme tatsächlich noch einen zweiten Ehren dazu und tue den Panda raus. So. Also jetzt habe ich ein Semi-Lightsworn-Deck. Genug Vorarbeit. Jetzt schauen wir mal, wie wir uns auf der Ladder schlagen. Mein zweites Ladder-Duell ever. Mein erstes im Let's Play. Let's go. Ein, ich glaube, Japaner ist es. Die Animationen sind natürlich richtig geil. Da kommt natürlich schon irgendwie mehr Feeling auf, als wenn man nur Dueling Book spielt. Ich wollte schon fast Dueling Network sagen, was ja der Vorgänger war vom Dueling Book, was es noch wer weiß.
Wobei man aber halt bei Dueling Book alle Dings freigeschalten hat, gell? Ich mache mal ein ganz langweiliges Play eigentlich, kann man sagen. Und schau mal, was der Kollege da mitbringt. Was ich auch lustig finde, man kann diese Hasen anklicken und dann machen die lustige Animations. You as fuck, boy. Ersetzt eine Karte. Exciting, riveting Gameplay, okay. Oh Gott, das fängt schon wieder richtig geil an. Natürlich ziehe ich den einzigen Wolf. Jesus Christ, okay. Also ich flippe mal den Raikou auf. Und werde die Backrow schießen. Okay, das war guter Hit, guter Hit. Dann haue ich einmal den Ehren in Attack Position rein und sage einfach einmal Battleface. Let's go. Hau mal ihn weg. Den Bratan. An. 200 Schaden. Raikou Beatdown. Und das wäre jetzt natürlich ein Meme, gell? Das könnte ich jetzt natürlich machen. Aber na, es ist mir zu risky. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich den Dings wiederbeleben soll. Den Aromakrug. Was wäre irgendwie ein Meme-Play gewesen, aber mache ich nicht. Mach ich nicht. Ist viel zu risky. Ba, ba, ba. Was macht er jetzt? Also fühlt sich irgendwie gethreatened von meinem zugegebenermaßen mittelmäßigen Lightsworn Package. Alter, jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe Inspektor Border. Das ist auch die Frage, ob der reinpasst. Den könnte ich sogar reinnehmen, lul. Ich mir nur überlegen, ob ich irgendwas rausschmeiß. Aber jetzt spielen wir mal ein, zwei Duelle, damit ich einmal ein Feeling krieg für das Deck, was ich mir jetzt da gebaut habe. Ich meine, ich kenne Lightsworn natürlich. Aber generell halt. So. Ja, ich denke, dann nehme ich ja mal Ruf der Gejagten und hole mir die Bratina, hier die Bratucha rein. Und dann sage ich einfach mal Special of Minerva. Let's go. Let's go, Minerva! Erste Xyz-Summon in diesem Spiel. Hier, die Animation ist schon geil. Die gute Minerva. Gut, dann tue ich einmal gleich Minerva triggern. Mille drei Karten. Und ich habe natürlich kein Lightsworn gemillt. Ja, das ist halt mein Luck, was soll man machen, gell? Der kommt in die Defense Position. Dann beschwöre ich noch den Bruder hier. Lol, ich kann meinen Aromakrug specialen. Ha! Die Synergy ist mir gar nicht aufgefallen. Richtig lustige Synergy. So, und jetzt kann ich hergehen. Alter, was ist das für ein geiler Zug? Ich kann mal den
den Bruder hier machen. Indem ich den und einen Raikou. Das ist einmal ein Zug, würde ich sagen, oder? Jeez Louise. Alter, die Synergy ist gar nicht so schlecht, lul. Battle Phase, let's go. Minerva, fuck him. Fuck him in the ass with a strap on, let's fucking go. So. Jetzt wünsche ich ihm viel Spaß, dieses Board zu brechen. Viel Spaß beim Boardbrechen, mein Freund. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Na, er schafft's nicht. Er schafft's nicht. Ich hab's mir gedacht, dass es nicht schafft. Na gut. Just for fun schieße ich ihm noch die linke. Was war's? Ja, wurscht. In dem Stadium ist es eigentlich win more. Also. Machen wir ihn fertig, den Bruder. GG. Ich bin 2 zu 0. Ich habe noch kein Ranked Match verloren. Wobei ich natürlich noch in den Rookie-Tiers bin. Also, da kann man jetzt nicht großartig viel erwarten. Ich habe 2 Tournament Packs und 8. Ja, whatever. Gut, dann, wir sind bei 22 Minuten, hätte ich gesagt, machen wir noch ein Duell. Und nach diesem Duell werde ich dann die Folge beenden. Beziehungsweise ich mache dann noch die Packs auf, glaube ich. Die Tournament Packs. Ja, die Tournament Packs sind eh nichts Besonderes, von daher. Let's see. Also ich glaube, das Play ist einmal eine zu setzen. Und dann mit Ehrenpass. Ist jetzt nicht die beste Starthand, aber was soll man machen? Ja. Scheiße gemillt. Man sieht's, es ist leider kacke gemillt, aber es ist also mit Lightsworn. Was kann Cyberfinsternis Klaue schnell? Ja, das ist mir scheißegal, das mache ich nicht. Also der spielt Cyber Dark ist eher schlecht tatsächlich. Kann natürlich gefährlich werden, aber. Der Spezialdrachen, okay. Ja, den Cyberdrachenmark hau ich dir weg tatsächlich. Der stört mich ein bisschen. Der stört mich tatsächlich ein bisschen. Also werde ich dir den wegficken. Alter! Warum hat der den Topf der Begierden? Warum hat der die ganzen Staples? Gibt's ja nicht. Bin erst Bronze und komm schon mit Leuten zusammen, die übelsten Staples haben. Jesus Christ.
Ach ja, was soll man machen? Ist so. Also ich hau den raus, setze eine Karte, drückte den Schaden rein, drückte ordentlich Schaden eigentlich. Und dann machen wir in Manifest 2 ein Overlay. Ich vibe gerade extrem zur Musik irgendwie, ich finde die richtig geil. Also der Soundtrack ist extrem gelungen, muss ich sagen. Bin wirklich positiv überrascht von dem Spiel. Ich hab mir gedacht, das ist Duel Links 2.0, aber ich könnte mir vorstellen, das tatsächlich ein bisschen länger zu spielen. Natürlich werde ich auch meine anderen Sachen nicht vernachlässigen, klar. Oh mein Gott, was ist das für ein Lack? Was ist das für ein Lack, Jesus Christ? Na gut, was soll man machen? Ich habe eine Minerva draußen, Turn 3, das ist schon einmal richtig geil. Was machst du jetzt? Cyberdrachen sind natürlich gefährlich, wenn er die richtigen Karten hat. Okay, aber sie eine Drachen mag. Das ist natürlich scary. Oder was sind das für Schuhe? Er hat einfach fucking Schuhe als Maskottchen. Ja. Soll ich was erzählen oder soll ich warten, bis der weiter tut mit seinem Zug? Kraftbündnis, okay, jetzt wird's. Jetzt wird's gefährlich. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Ich liebe das Artwork von Minerva, muss ich wirklich sagen. Also ich finde auch die Karte IRL, ich habe sie glaube ich nur einmal in meinem Lightsworn Deck. Aber ich finde die richtig schön. Das wäre auch eine richtig geile Ghost Rare oder Ultimate Rare. Das ist richtig schönes Artwork. Ja. Chimera Tag, natürlich ist Chimera Tag hier mit 4-8. Ja, wahrscheinlich bin ich tot. Oder? Bin ich tot? Cyberdrachen ist natürlich immer so eine Sache, gell? Brauche ich da halt die Handtraps? Bräuchte halt die Handtraps. Irgendwie irritieren mich diese fucking Schuhe da drüben. Er hat einfach ein Cyberdrachendeck. Er hat einfach legit ein Cyberdrachendeck. Er hat einfach ein Rogue-Deck. Ja, keine Chance. Keine Chance, Brudi. Wenn ich feierliches Urteil gesetzt gehabt hätte, hätte ich noch was machen können, aber so. Keine Chance, keine Chance. Komm, my guy. Nur weiter. Nicht den ganzen Tag Zeit.
Ja. Was soll man machen? So. Schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie drehen können, nicht wahr? Ja, er hat Ice Dragons Prison, er hat alles, er hat alle Karten. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich meine, sowas, das ist Smurf, der oder was? Ich meine, mit dem Kartenpool, ja. Leck mich doch am Arsch, ey. Good Games, good Games. Ja, nice to have, ne? Wenn man Ice Strings Prison hat, das ist natürlich nice to have. Das ist natürlich schön. Jetzt kann ich die Minerva banishen, nur die Frage ist, bringt's mir was? Also Top Deck War auf jeden Fall. Geil, ey, was soll ich mit dem? Er hat drei Karten in der Hand, also wenn er jetzt nicht komplett gebrickt ist, Alter, dann schaut's eher nicht so gut aus. Schauen wir mal. Ich habe noch 3-7, also ja, okay. 2-4. 2-4. Ich tot oder nicht? Ich kenne diese Effekte nicht auswendig. Aber ich werde es eh gleich sehen. Nein, ich bin nicht tot. Die Cyberdarks sind actually scheiße, okay. Der wird mich jetzt auch nicht retten, Brudi. Der wird mich jetzt auch nicht retten. Der hat sich einen Aroma-Krug gebraucht. Ironically. Ironischerweise. Hätte ich einen Aroma-Krug gebraucht, genau. You know? The Seas, the Seas. Alter, was macht er jetzt? Das gibt's ja nicht. Kann der Bruder nicht einmal weiter tun? Kann er nicht einmal weiter tun? Ja, okay. Schauen wir mal, aber. Je nachdem, was er jetzt macht, lebe ich noch einen Zug oder nicht. Überleg's dir gut. Ja, ich meine, 800 Schaden, ich habe noch 500. Die letzte Karte wahrscheinlich, ja. GG. Das wird mein erster Loss. Ja. Das wird mein erster Loss tatsächlich. GG. Two to one.
Okay, ich krieg trotzdem ein paar Punkte, das ist natürlich nett. Belohnung kriege ich keine. Macht Sinn irgendwo. Gut. Dann hole ich mir noch meine Missionspunkte ab. Da kriege ich 200 Gems. Und da kriege ich auch 200 Gems und noch irgendwas. Kann ich da jetzt auch noch Sachen claimen oder ist das schon geclaimt? Na, da claim ich auch noch Dinge, okay. Da kriege ich nochmal ein paar Gems, sehr gut. 688 Gems habe ich. Hab ich irgendwas anderes? Habe ich irgendwas freigeschaltet? Okay, ich habe ein Kuriba-Symbol. Symbolrahmen, ja, whatever. Okidoki, ja, dann werde ich noch meine Packs aufmachen. Wo sind denn die Packs? Die Packets. Also drei Tournament Packs kann ich noch aufmachen. Let's go. Drei Tournament Packs, was ist da drin? Okay. Ist es irgendwie gehypter im Anlauf gewesen, als es dann im Endeffekt war? Zack, zack. Ah, Säbelkäfer, komm. Säbelkäfer ist auch nicht das Wahre, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich mir just for fun ein paar Ash Blossom Sleeves kaufen, komm. Ich kaufe mir die Ash Blossom Sleeves, why the fuck not? Ich hoffe, das ist jetzt equipped automatisch. Packmäßig ist jetzt die Frage. Was mache ich da jetzt packmäßig? Ich glaube, ich mache einfach weiter Lightsworn Packs auf, ganz ehrlich. Was soll ich sonst machen? 5 Lightsworn Packs, let's go. Einen Urtest Drachen werde ich ja wohl mal kriegen. Das kann sie wohl nicht sein. Next pack, let's go. Ist ganz wichtig, dass ich die Lightsworn. Okay, noch ein Ehren, aber ich brauche keine Ehren mehr, ich brauche Raiden. Raiden ist wichtig und Ur des Drache ist ganz wichtig. Ja, den brauche ich nicht. Ich kriege immer die ganzen Dudes, die ich eh nicht brauche. Also langsam habe ich das Gefühl, dass ich nicht alle wichtigen Lightsworn-Karten drin. Irgendwie beschleicht mich das leise Gefühl. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber. Ah, zwei Monster der Stufe 7, was soll ich damit, ganz ehrlich? Na gut, ein einziges Pack kann ich mir noch leisten. Let's go. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Zitadellenwahl. Are you fucking serious, my guy?
Naja, was soll man machen? Das war jetzt eher underwhelming, tatsächlich. Was ich jetzt nur reintun wollte, ist der Inspektor Border. Inspektor. Echt normal. Ich glaube, der könnte mich vielleicht noch retten. Also den gebe ich mal als experimentelle Choice rein, tatsächlich. Ja, und ansonsten war's das für diese Folge. In der nächsten Folge werde ich einfach weiter die Leiter spielen und schauen, was wir noch so reißen können. Ciao.